das Ganze also auf einen L-förmigen Raum zu übertragen? Der hat natürlich ein Problem, weil er nicht stereosymmetrisch ist, dieser L-förmige Raum. Und deswegen im Bereich der Stereosymmetrie immer Nachteile haben wird gegenüber einem quaderförmigen Raum oder einem stereosymmetrischen Raum. Der Quader ist ja nicht die ideale Form. Die ideale Form wäre etwas wie ein Trapez. Mhm. Aber hat man ja selten, dass man das wirklich in einem, also im Studiobereich bauen wir solche Räume, die eine trapezförmige Grundrisse haben. Im Privatbereich ist das ja auch. Ich würde es ein bisschen allgemeiner formulieren. Es gibt keine perfekten Ausgangsvoraussetzungen. Und auch ein L-förmiger Raum ist ein Raum, der ein Problem hat, ähnlich wie ein Raum, wo vielleicht die linke Wand eine Kalksandsteinwand ist und die rechte eine Gipskartonwand ist, die sich eben anders verhalten. Oder ein Raum, der eine sehr niedrige Decke hat. Oder ein Raum mit einem mitschwingenden Holzfußboden, der im Hörfrequenzbereich deutlich mitschwingt. Also es gibt ganz viele Dinge oder Fensterfront auf der einen Seite und dann möchte ich vielleicht noch einen Akustikvorhang davor hängen, aber der Vorhang ist ja nicht genauso wie ein Wandmodul auf der anderen. Das sind alles Dinge, die man eben individuell sich anschauen muss und wo man dann eben für diesen Raum eine Lösung finden muss. Es ist immer eine Suche nach dem Kompromiss. Es gibt keine perfekten Räume und es ist vielleicht in einem L-förmigen Raum so schwierig, dass man dann sagt, gut, dann verzichte ich auf diesen Raum und nehme lieber einen anderen Raum, weil ich da nur ein Drittel des Aufwandes betreiben muss, um vielleicht sogar ein noch besseres Ergebnis zu bekommen. Das könnte passieren. Wie sieht das unterm Dach aus, also wo ich zwei nicht parallele Wände habe? Und häufig gut. Häufig gut, weil erstens keine Parallelität gegeben ist und zweitens eine Dachverkleidung häufig nicht schallhart ist, weil eben der Schall dann durchgeht durch den Raum und sich das eben anders verhält als im Beton. Stimmt dann. Dann aber die Lautsprecher an den parallelen Wänden. Also wenn ich den Lautsprecher vor die Schräge stelle, ja, habe ich häufig ein gutes Ergebnis. Ja, vor die Schräge? Ja, häufig ja. Schwingen die Regelsplatten dann nicht mit? Ja, die schwingen mit. Das ist ja genau der Grund, weshalb sie eben nicht schallhart sind. Das ist eigentlich die Definition von nicht schallhart, dass sie mitschwingen. Sie sind nur in der Regel so gut bedämpft durch ihre Einspannung in dem Profilsystem und die Mineralfaser dahinter, dass dieses Mitschwingen einen positiven Effekt hat. Wir sind dann membranabsorbend. Nächstes Thema wäre die reflexionsfreie Zone. Damit ist gemeint, dass ich eine Zone habe, die frei ist von frühen Reflexionen. Ich habe ja als erstes, das soll hier mal etwas unbeholfen, ein Lautsprecher sein mit einem Schallstrahl, der sich in diesem Raum jetzt hier sehr gerichtet, extrem gerichtet ausbreitet. Und neben dem Direktschall, der mich als Zuhörer hier erreicht, bekomme ich natürlich etwas später eine Reflexion von der Seitenwand an mein Ohr und leider auch von der anderen Wand. Und das ist ein Effekt, den ich nicht möchte. Das Licht darf, ich habe zwei Nachteile. Zum einen entsteht ein sogenannter Kammfiltereffekt, weil die Reflexion eben etwas später, also mit einer etwas anderen Phasenlage ankommen und durch die Addition von identischen, aber phasenverschobenen Signalen bekomme ich eben einen Kammfiltereffekt. Das führt zu großen Abweichungen im Frequenzgang und hochfrequenten Bereich. Und ich habe auch ortungsmäßig ein Problem. Ich habe ein Direktsignal, das von hier kommt und einen kleinen Moment danach kommt da eine Reflexion und einen weiteren Moment danach kommt das gleiche Signal nochmal von hier. Das ist für mein Gehör nicht einfach, dann in so einem Raum Räumlichkeit und eine Bühne und so etwas aufzubauen. Das möchte ich gerne unterbinden. Was kann ich machen? Ich kann meinen Raum ändern, ich kann meine Wände schräg stellen. Dann sind wir so ein bisschen bei diesem trapezförmigen Grundriss, den ich eben schon mal so als ideal postuliert habe. Ich weiß nicht, wer von Ihnen bereit wäre, das zu tun. Ich kann zum Zweiten natürlich Absorber an diesen Stellen befestigen. Und das ist auch das, was man in der Regel macht. An den Seitenwänden eben links und rechts Absorbermodule, die möglichst breitbandig sind und diesen Namen eben verdienen, die diese frühen Reflexionen eben unterbinden. Ich kann auch Diffusoren verwenden. Da waren wir vorhin schon ganz kurz. Also Module, die den auftreffenden Schall eben nicht direkt reflektieren, sondern eben in kleine Schallwellen aufbrechen und im Raum verteilen. Ein Diffusor an dieser Stelle ist immer die schlechtere Lösung verglichen mit einem Absorber, weil ein Diffusor immer schlechter streut, als ein Absorber absorbiert. Also ein Absorber wäre da sicherlich die schönere, bessere Lösung. Auch an der Decke gilt das natürlich. Ne? Wir haben eine ähnliche Reflexion, die kann man nur hier etwas schlechter darstellen, natürlich auch an der Decke.
Durch die Überlagerung all der Reflexionen an einer Abhörposition komme ich zu der Nachheitszeit. Nachheitszeit ist immer so ein Begriff, der für mich etwas, für die Qualität eines Hörraumes etwas überbewertet wird. Ich finde die Nachheitszeit nicht so wichtig. Es gibt eine Empfehlung für Nachheitszeiten, die für Tonregieräume eben gilt. Da ist sie sehr tief, ungefähr 200 Millisekunden. Wichtig ist aber hier, dass die Empfehlung auch sagt, es sollte möglichst gleichmäßig niedrig sein. Es sollte möglichst breitbandig sein. Das ist wichtiger, mir wichtiger, als dass sie sehr tief liegt, weil es eben bedeutet, dass der Raum keine tonale Färbung hat. Also häufig ist es so, dass Räume, die ein bisschen lebendiger sind, dafür aber ausgewogen sind, besser klingen als Räume, die total totgedämpft sind, mit dünnen Materialien und im Mittenbereich komisch und nasal klingen und so. Der Nachhall an einer Position setzt sich eigentlich aus drei Bestandteilen zusammen. Dem Direktschall, den darauf folgenden frühen Reflexionen und den späten Reflexionen. Das ist der Nachhall. Und hier ist eigentlich der Schlüssel zur Ortung und zur Räumlichkeit zu finden. Diese frühen Reflexionen, die müssten eigentlich nicht grün, sondern rot gezeichnet sein. Das ist das, was wir nicht wollen. Diese Reflexionen, die früh kommen und als einzelne Reflexion erkennbar sind, die stören unsere Ortung, die verursachen Kampffiltereffekte. Der Nachhall, der etwas später kommt, ein paar Millisekunden später, und wo dann nicht ein Reflexionsweg eben möglich ist, sondern ganz viele kleine sich zusammenaddieren, die empfinden wir als musikalisch, als angenehm und die geben uns eine räumliche Umhüllung. Und das ist eigentlich der Trick, hoher Direktschallanteil, möglichst wenig frühe Reflexion und dann lieber ein Nachhall, der eben später kommt, aber dann möglichst diffus ist. Hier sieht man auch schon, wenn man das Bild vergleicht mit der Darstellung des Diffusors, eben viele kleine Schallstrahlen, das ist genau das, was die erzeugen. Nicht eine große Reflexion, sondern über die unterschiedlichen Reflexionswege im Raum ganz viele kleine Reflexionen, die an der Abhörposition ankommen. Also, was machen wir dafür? An den ersten Reflexionsstellen setzen wir Absorber. Möglichst breitbandige, damit die Nachhallzeit halt hinterher über der Frequenz möglichst glatt verläuft. Das Ganze machen wir möglichst stereosymmetrisch, damit wir uns nicht durch unsere Absorber und Stereosymmetrie wieder ruinieren. Dann erhöhen wir die Diffusität. Klar, durch Diffusoren, das ist selbstverständlich, an diesen Reflexionsstellen, möglichst nicht den frühen, sondern vielleicht weiter hinten, können wir Diffusoren einsetzen, um dieses Nachhallpaket hier etwas dichter zu bekommen. Das kann dann auch ein bisschen höher sein. Also das darf auch ein bisschen mehr Räumlichkeit haben. Also man braucht keine Angst haben vor Halligkeit. Das musste, oder vor Nachhall, sollte nur relativ spät und dicht kommen. Wenn wir mal zum Abschluss nochmal kurz zusammenfassen, was so ein typischer Fahrplan wäre beim Konzeptionieren eines Hörraumes. Erstens stereosymmetrischer Aufbau. In diesem Aufbau suchen wir dann die beste Lautsprecherposition und die beste Abhörposition entlang dieser Stereoachse. Zweitens tieffrequent wirksame Konstruktionen, Bassfallen, Absorber in den Raumkanten, Raumecken, um die starken Pegelschwankungen im Bassbereich zu reduzieren. Drittens an den Seitenwänden und an den Decken Absorber anbringen, um eine reflexionsfreie Zone zu schaffen. Ich finde diesen Begriff nicht so schön. Das wäre eigentlich eine Early Reflection Free Zone oder so etwas. Man soll ja keine Zone haben, die frei ist von Reflexion, sondern frei von frühen Reflexionen. Drittens, die übrigen Reflexionsflächen, die wir haben, zum Beispiel Seitenwände im hinteren Bereich, wo mich eine Reflexion gar nicht mehr direkt unmittelbar treffen kann, die werden durch fest installierte Akustikmodule, Absorber und oder Diffusoren in kleine Flächen zerteilt. Also, wenn Bei der Position hier würde ich da einen Absorber, einen Breitbandabsorber hinstellen, der wirklich diesen Namen verdient. Und im hinteren Bereich entweder mehrere kleine Absorber, die auch dazwischen noch Wandflächen, schallharte Wandflächen und auch schallharte Deckenflächen übrig lassen, damit ich eben noch natürliche, echte, schallharte Flächen habe, die mir dann viele kleine, also diffuse Reflexionen erzeugen. Je nach Geschmack, wenn ich gerne in etwas halligeren Raum mit mehr Raumanteil haben möchte, setze ich da statt dieser kleinen, kleinteiligeren Absorber an diesen Stellen Diffusoren ein, die mir den Diffus-Schallfeldanteil eben erhöhen. Das ist dann die Kür, vorher hatten wir die Pflicht, und dann sind wir in der Kür und können uns eigentlich an den Raum so bauen, wie der Hörer ihn eigentlich gerne haben möchte. Das ist durchaus subjektiv und individuell unterschiedlich. Die Absorber, die ich verwende, sollten möglichst
breitbandig absorbiere, damit ich einen glatten Frequenzbereich, eine glatte Verteilung der Nachhallzeit und keine klangliche Färbung bekomme. Wenn ich damit fertig bin, dann beginne ich dann zu Anfang, so lassen. Möglichst dann die Akustik lassen, wie sie ist, und uns und unserem Gehör die Möglichkeit geben, sich darauf einzulassen. Oft ist es so, dass Kunden nach der Optimierung gar nicht so glücklich sind und sagen, ja, das hätte ich mir jetzt anders vorgestellt, und wenn ich es mit vorher vergleiche, ist es ein bisschen dünn oder ein bisschen so oder ein bisschen anders, und dass nach zwei bis drei Wochen dann ganz oft ein Telefonat stattfindet, wo dann der Hörer sagt, boah, jetzt verstehe ich das, jetzt weiß ich, was Sie wollten, was Sie meinten, ich habe mich daran gewöhnt, es ist genau super, ich kann Dinge hören, die ich vorher nicht hören konnte. Das ist nicht zu unterschätzen. Das war's. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.